Das ist Bodo. Bodo hat von seinem Freund Günther gehört, dass Boden in der Stadt besonders interessant ist. Ohne sich einen Kopf zu machen, stürzt er sich ins Abenteuer und macht sich auf die Suche. Hosenboden? Resonanzboden? Bodentouren? Da musst du aber noch ein bisschen trainieren, Bodo. Bodensee. Bodo, du siehst aus wie eine Sau. Tortenboden. Na, schmeckt's, Bodo? Liegt unter unseren Füßen, wenn wir uns durch die Stadt bewegen. Wir sind neugierig, wir suchen Orte, die uns einen Blick in die Tiefe ermöglichen. Mein Name ist Micha Maljaris, ich bin örtlicher Grabungsleiter der Ausgrabungen am Schlossplatz. Die haben im Mai 2008 begonnen und werden bis Juni 2010 fortgesetzt werden. Das ist eine sehr lange Zeit für eine Ausgrabung im Stadtkern. An den Ausgrabungen auf dem Schlossplatz lässt sich die gesamte Entwicklung der Stadt von der Gründerstadt, der Doppelstadt Berlin-Köln bis zur Zeit der Residenzstadt und Industriemetropole nachvollziehen. Herr Marialis führt uns zu einem Bodenquerschnitt, dem sogenannten Bodenprofil, und zeigt uns, was wir aus diesen Schichten erfahren können. Vielleicht nochmal zur Ausgrabung in der Stadt. Ich grabe auch deswegen so gerne in einer Stadt aus, weil man so wahnsinnig viel mitbekommt von dem, was eben auf einem Platz alles so los ist. Und die Leute, die hier vorbeigehen, die fragen ja dann auch immer interessiert und man ist so in das Geschehen mit einbezogen. Man kann sich nicht so zurückziehen in seine vergangenen Befunde. Und diese Stelle hier ist ein schönes Beispiel dafür, wie also Bauwerke aus verschiedenen Jahrhunderten direkt nebeneinander liegen.
Das jüngste Bauwerk, was wir hier haben, ist dieser große abgedeckte Schacht. Das ist eine Fernwärmeleitung, die immer noch in Betrieb ist. Was wir jetzt gemacht haben, ist die Verfüllung des Grabens für diese Leitung herauszubaggern. Und dabei kommt dann eben dieser Graben heraus. Und auf der anderen Seite des Grabens haben wir originale Schichten der Renaissance und der Barockzeit freilegen können, beziehungsweise Mauern. Und diese Mauer, auf der gerade unser Zeichner herumturnt, das ist ein Postament, also ein Fundament für eine Statue. Und zwar die Statue des heiligen Georg, der genau in der Mitte des großen Schlosshofes gestanden hat. Und diese Statue kann man übrigens noch anschauen, die ist auf der anderen Seite der Spree im Nikolaiviertel. Der heilige Georg, der den Drachen tötet. Das ist jetzt jedenfalls nur der Rest des Fundaments und man kann in diesem Profil sehr schön sehen, wie dieses Postament ein älteres Fundament schneidet. Ich werde gleich hingehen und das zeigen. Und dieses Fundament ist barockzeitlich. Das heißt, es ist mindestens 300 Jahre alt. Die Archäologen vermessen und bestimmen die einzelnen Schichten und können daran die unterschiedlichen Ebenen verschiedener Jahrhunderte erfassen. Und diese Schichten, also die bis in die Barockzeit zurückführen, die wurden im 19. Jahrhundert von der Baugrube für dieses Fundament geschnitten. Und das kann man hier sehr schön sehen. Also hier ist dieser Schnitt zu erkennen.